Geld oder Leben. Oh. Kyle? Oh. Amanda? Geld oder Leben? Du bist witzig. Ja. Schatz, wer ist das? Oh, das ist Kyle. Wir waren mal zusammen, vor langer Zeit. Kyle. Bill. Und das ist schon 5 Jahre her, seit unserem letzten Treffen. Und hier bist du. Und hier bin ich. Also, Kyle, warum bist du hier? Ich bin wieder in der Stadt und ich wollte nur vorbeikommen und Hallo sagen. Oh, aha. Und wo bist du gewesen? Vertrau mir, das willst du gar nicht wissen. Wie auch immer, war schön, dich zu sehen. Habt einen schönen Tag, Leute. Oh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du bist vor 5 Jahren einfach verschwunden und ich will alles über dich wissen. Also, ich lasse dich nicht gehen, ohne zusammen eine Pizza zu essen. Ja, natürlich. Okay. Okay. Los geht's. Hier lang. Ja, nur einen Moment bitte. Was für eine Pizza willst du? Margherita. Und du, Schatz? Hawaii. Also ja, richtig. Noch eine Wirklich? Margherita. Wirklich? Mit Ananas? Jeder Italiener würde dir dafür ins Gesicht schlagen. Honey. Ja? Was für eine Pizza möchtest du? Oh, Margherita natürlich. Ich kenne Typen wie dich, Kyle. Du bist nicht der Mensch, der du vorgibst zu sein, nicht wahr? Hey, hier, bitte sehr. Ja, danke. Schatz? Dankeschön. Also Kyle, wo warst du die letzten 5 Jahre? Oh, ich war einfach im Norden. Nichts Aufregendes. Nichts Aufregendes, einfach verschwunden. Oh, ich meine, es ist gut, dass du verschwunden bist, denn wenn nicht, hätte ich dich nicht kennengelernt, mein Schatz. Oh, Prost. 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 Wo kann ich mir die Hände waschen? Oh, da drüben. Auf der linken Seite, die zweite Tür. Du bist ein reicher Mann, Bill. Wie hast du dieses Geld verdient, Officer? Hast du dich verlaufen? Edward Allan Poe, einer meiner Lieblingsschriftsteller. Edgar. Richtig, ich kann mir Namen schlecht merken. Ich gehe dann mal. Tulpen. Welche Tulpen? Du hättest sie heute mitbringen können. Ich meine, ich habe 6 Monate lang nach dir gesucht und du bist einfach verschwunden. Eine Entschuldigung wäre nett. Es tut mir sehr leid. Ich erinnere mich, wie du mir immer weiße Tulpen geschenkt hast, als du dich entschuldigt hast. Und du hättest sie heute mitbringen können. Bill schenkt mir keine Blumen. Ich möchte, dass du von hier verschwindest. Bill, was ist los? Möchtest du uns vielleicht etwas erklären? Bill, was ist los? Steven hat diesen Kerl in unserer Datenbank entdeckt. Kyle Kane saß 5 Jahre im Gefängnis. Und zwar wegen Raubes. Was? 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 Warum? Ich meine, warum hast du mich angelogen? Ich ließ mich mit den falschen Leuten ein, dann wurde ich reingelegt und ich wollte dich da nicht mit reinziehen, also... Geh weg. Amanda, nein, lass mich... ich sagte, geh weg. Und zwar sofort. Oh, Babe.
Kyle, was machst du denn hier? Ich habe in 5 Minuten einen Kunden. Entschuldige. Hey, was ist los mit dir? Erinnerst du dich an Amanda, von der ich erzählt habe? Ja. Ich habe sie getroffen. Und wie geht es ihr? Sie gab mir eine Ohrfeige. Wohlverdient. Willst du darüber reden? Ja. Okay. In einer Stunde in unserem Café. Danke, Angela. Ja, immer gerne. Ist das deine Kamera? Oh, ja, nur für den Fall. Okay. Also, mein Schätzchen. Oh. Du Penner, betrügst du Amanda? Oh. Scheinbar mögen wir beide das bezahlte Liebesspiel. Du kannst mir also nichts vorwerfen, Kumpel. Ich sorge dafür, dass jeder über dich Bescheid weiß. Jetzt hör mir gut zu, du Abschaum. Du wirst vergessen, dass Amanda überhaupt existiert. Oder was? Oder ich sorge dafür, dass du zurück ins Gefängnis gehst, Kyle Kane. Versuch's doch, Officer. Wohin bringst du mich, Kyle? Lass mich das regeln, Amanda. Bill betrügt dich mit einem Callgirl. Was? Oh, schau an. Das ist also, was du vorhattest, du Idiot. Du wolltest mich also verführen mit einem Callgirl, um es dann Amanda zu zeigen. Ich verstehe nichts. Amanda, dein Mann ist dir stets treu gewesen. Und dieser Trottel geht jetzt direkt ins Gefängnis. Hey, bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Gesicht an die Wand, und zwar sofort. Wie Sie sagen, Officer. Hände hinter den Kopf. Loslassen! Ich sagte loslassen oder ich schieße! Kyle, tu das nicht. Ich schlage dir ein Deal vor. Du lässt Angela gehen und ich lasse deinen Partner gehen. Oder er ist tot. Lauf, Angela. Du wirst es bereuen. Sie schon irgendwo gesehen? Einen schönen Abend noch. Amanda, du musst die Wahrheit über deinen Mann erfahren. Die Infos hier werden es dir ermöglichen, eine Scheidung zu bekommen und Bill nie wieder in deinem Leben wiederzusehen. Ah, das wird aber auch Zeit. Meine Lieblingspizza, Hawaii. Es ist Margarita. Ernsthaft jetzt? Mein Schatz, die kannst du selber essen. Geld oder Leben?